Hallo meine Lieben, heute habe ich ein neues Video für euch und zwar habe ich heute ein riesiges Aufgebraucht-Video für euch. Ich habe echt schon wieder super viel aufgebraucht und möchte euch gerne die Produkte zeigen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß dabei. Als allererstes habe ich eine Seife aufgebraucht, das ist die hier, das ist die von Balea, Frozen Breeze heißt die, mit Veilchen und Himbeerduft. Also ich habe schon von ein paar YouTubern gehört, dass die nicht so gut fanden. Ich fand die eigentlich ganz gut vom Geruch her. Riecht nämlich wirklich genauso wie das Duschbad dazu und die Bodylotion. Naja, was soll man sonst zu einer Seife sagen? Sie macht die Hände sauber und war total in Ordnung für mich. Dann habe ich ein Shampoo aufgebraucht. Das habe ich euch mal in einem Haul gezeigt. Das ist das Shampoo von Essence Ultime, das Elastin Plus. Ich habe jetzt nicht gemerkt, dass meine Haare irgendwie voluminöser waren. Aber ich habe jetzt auch damit nicht so eine großen Probleme. Also meine hängen eigentlich jetzt nicht immer so platt runter und deshalb brauchte ich das nicht unbedingt. Ich wollte einfach ein schönes Shampoo für den Ansatz haben, aber ich finde, das hat den Ansatz halt recht schnell fetten lassen. Deshalb werde ich es mir wahrscheinlich nicht nachkaufen, obwohl ich den Geruch eigentlich ja echt ganz gern mag. Außerdem habe ich ein Duschgel aufgebraucht. Das ist dieses After Sun Duschgel, was ich mir im Sommer gekauft hatte und was ich auch jetzt noch wirklich lange benutzen konnte, weil, naja, es erfrischt zwar, aber ich fand, es war trotzdem ein angenehmer Duft so und deshalb habe ich mich einfach noch gerne weiter damit geduscht und für den Preis kann man einfach bei so einem Duschgel nichts falsch machen. Außerdem zeige ich euch mal, dass ich meine Marzipantaler hier aufgegessen habe. Das waren ja diese von Alnatura, die fand ich total lecker. Also mir persönlich haben die wirklich super geschmeckt. Ich bin totaler Marzipan-Fan. Und wenn es diese Limited Edition nächstes Jahr wieder zu Weihnachten gibt, werde ich auf jeden Fall wieder zuschlagen. Dann habe ich die hier aufgebraucht. Das sind Anti-Pickle-Patches von Balea auch. Ich war jetzt nicht total abgeneigt, weil ich manchmal schon dachte, dass es einen kleinen Effekt gebracht hat. Das sind ja so eine kleinen Pads, die man wirklich direkt auf die Pickel aufträgt oder aufklebt und dann über Nacht so einwirken lässt. Aber ich muss jetzt auch sagen, es haben andere YouTuber erzählt, dass die Pickel wirklich nach ein, zwei Tagen total weg waren und das stimmt auf jeden Fall nicht. Also bei mir hat es auf jeden Fall nicht gestimmt. Dann habe ich wieder richtig viele Abschminktücher aufgebraucht. Zum einen die BB-Abschminktücher, ja, die finde ich eigentlich wie immer ganz gut. Also sind, glaube ich, gar nicht so teuer im Verhältnis zu den anderen. Ich probiere mich da immer ganz gerne durch bei den Abschminktüchern. Dann habe ich die von dem Make-up oder die Make-up aufgebraucht. Habe ich euch ja letztes Video schon erzählt, beim letzten aufgebrauchten Video auch, dass ich die sehr angenehm für die Haut finde, sehr weich, aber doch teuer. Ich habe gedacht, die sind günstig, aber die sind ja wirklich teuer. Dann diese hier von Balea, das sind extra welche, die gegen Pickel oder Unreinheiten helfen sollen und auch dazu abschminken. Ich finde aber beim Abschminken, das war ein bisschen schwer damit. Die sind eher so ein bisschen trockener und deshalb bekommt man das Make-up nicht ganz so gut damit ab. Aber ich finde, für das Hautbild hat es schon irgendwie was gebracht. Also ich habe das Gefühl, dass ich weniger Unreinheiten hatte, beziehungsweise dass meine Unreinheiten wirklich gemildert worden sind. Und zum Schluss die hier noch, die Balea Micellenreinigungstücher, die fand ich auch wirklich ziemlich gut, weil ich sie irgendwie sehr angenehm zur Haut fand. Die Tücher sind nicht so weich wie die von Garnier, diese Micellentücher. Dann habe ich ein sehr cooles Parfüm von Zara aufgebraucht. Das habe ich mir auch schon wieder nachgekauft, weil ich das wirklich, wirklich richtig gut finde. Das ist super günstig, glaube ich, kostet 7 oder 8 Euro und es hält sehr lange. Es ist ein sehr schöner Duft und dafür, finde ich, kann man ja wirklich nichts falsch machen. Dann habe ich eine Spülung aufgebraucht. Das ist diese hier, die ist von L'Oreal. Die seidige Nährpflegespülung. Ich hatte ja in meinem Haarroutine-Video schon gesagt, dass ich jetzt nicht ganz so zufrieden bin mit der, weil ich mal die Kur davon hatte und die Kur war wirklich spitze und da fand ich, hat die Spülung jetzt nicht so mithalten können mit dieser Kur. Die hat die Haare bloß nicht so schön weich gemacht, wie ich es mir gewünscht habe. Dann habe ich wieder dieses Deo hier von CD aufgebraucht. Was soll man dazu noch sagen? Ich glaube, ich zeige es auch mittlerweile in jedem Aufgebraucht-Video. Ich finde es ganz gut, weil es einfach so schön erfrischend ist. Der Duft ist ganz angenehm und es ist ohne Aluminiumsalze, ohne Mineralöle, ohne Silikone und so weiter. Also dafür ein wirklich gutes Deo. Dann habe ich die Glam & Doll von Catrice ausprobiert, aufgebraucht. Die habe ich mir auch schon wieder nachgekauft, weil ich muss sagen, die hat wirklich lange gehalten. Also ich glaube, ich habe die jetzt ein Dreivierteljahr ungefähr jeden Tag benutzt. Ich mag sie total verlängert, die Wimpern extrem. Und genau das ist, was ich mir immer so erhoffe von einer Mascara. Dann habe ich drei Masken aufgebraucht. Die eine ist diese Heilerde-Maske von Luvos. Ich muss sagen, damit hatte ich erst ein paar Probleme, weil das Auftragen davon sehr, sehr ungewöhnlich für mich war. Hat die Haut total ausgetrocknet. Ich sah aus, als hätte ich extrem viele Falten, als wäre ich einfach extrem schnell gealtert oder so. Letztendlich
hat es, glaube ich, der Haut wirklich gut getan, weil es die Unreinheiten einfach extrem angegriffen hat. Dann habe ich das hier oder diese Maske auch gebraucht. Die habe ich mal von einer Zuschauerin aus der Schweiz zugeschickt bekommen. Deshalb gibt es sie nicht in Deutschland. Die ist von IM und ich muss sagen, die fand ich auch wirklich gut. Genau das gleiche war auch bei dieser Maske hier von Rival de Loop. Das ist die Repair Maske. Ich benutze sie halt einfach gerne, so eine Masken, wenn ich Unreinheiten habe und so. Und ich finde, nach allen drei Masken war meine Haut einfach besser und man hat gemerkt, dass die alle drei irgendwie was gebracht haben. Außerdem habe ich Badesalze aufgebraucht. Ich glaube, das war auch mein allerliebstes Badesalz, muss ich sagen, weil der Geruch so intensiv war, aber wirklich angenehm und auch ewig noch gehalten hat, auch auf der Haut. Das ist von Dresdner Essenz, das Pflegebad Honigmandel. Dann von Tetesept, ja, habe ich nicht so schön auseinanderbekommen wie die anderen hier. Der Geruch fand ich, der war ganz angenehm. Was soll man noch zu Badesalzen sagen? Das hier ist die Seelenmagie von Balea, war auch recht erfrischend, also nicht so süß oder so. Und dann noch das hier, das Red Love Badesalz von Balea. Das fand ich aber auch wirklich gut, weil der Geruch mir hier auch wirklich sehr gut gefallen hat. Dann habe ich dieses Shampoo hier aufgebraucht. Das ist von El Vital aus dieser Fibralogie-Reihe. Ich überlege gerade, wenn ich zwischen den beiden entscheiden müsste, ich wüsste es ehrlich gesagt gar nicht, welches ich nehmen würde. Vielleicht doch eher das. Das hat nämlich die Haare nicht ganz so schnell fetten lassen, beziehungsweise hat sich meine Kopfhaut irgendwie besser daran gewöhnt. Aber hier fand ich halt zum Beispiel den Duft wirklich irgendwie angenehmer, also für mich einfach. Dann als vorletztes Produkt habe ich das hier aufgebraucht, das ist das Augenbrauengel von Essence. Das habe ich mir auch wieder nachgekauft. Es hält jetzt nicht super lange, es ist echt nicht so viel drin und man braucht schon recht viel, um die Augenbrauen gut in Schwung zu bringen. Aber einfach der Farbton und die Art, also dass man diese Augenbrauen so einfach fixieren kann damit, finde ich so gut, dass ich mir das einfach wieder nachkaufen musste. Und zu guter Letzt habe ich das Micellenwasser von Balea aufgebraucht. Ich habe wirklich schon die unterschiedlichsten Meinungen darüber gehört. Also einige finden es ganz schrecklich, einige finden es wirklich gut. Und ich muss sagen, ich wüsste nicht, was man da zu beanstanden hat. Also ganz ehrlich, genauso gut wie das von Garnier. Ich finde den Geruch hier sogar noch ein bisschen angenehmer. Es ist 1 Euro günstiger. Ist jetzt nicht so der Hammer, hätte ich mir schon noch günstiger vorgestellt. Aber also mir fällt eigentlich wirklich nichts Negatives daran auf. Vor allem hat Willi das jetzt auch immer noch mit benutzt und er hat auch gesagt, dass er persönlich findet, dass sich seine Haut total verbessert hat. Das haben auch mehrere zu ihm schon gesagt gehabt. Ich bin total zufrieden damit gewesen und ich werde es mir wahrscheinlich auch wieder nachkaufen. Aber erstmal haben wir jetzt noch ein anderes Micellenwasser, was wir auch erstmal aufbrauchen müssen. Und das war es dann auch mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Es war schon wieder total viel, fand ich. Mir gefällt das meiste eigentlich immer ganz gut, weil ich glaube, so die Sachen, die mir halt nicht so gut gefallen, die brauche ich dann auch nicht gerne auf. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz tollen Tag. Hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und sage Tschüss!